Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Heute ist es soweit. Wir haben alle Spiegelscherben wieder vereint. Und deswegen können wir endlich ins Reich der Schatten und Xanto aufsuchen und besiegen, hoffentlich. Dafür müssen wir zur Spiegelkammer. Und ich habe hier angefangen, weil ich nicht weiß, ob hier jetzt gleich eine Cutscene getriggert wird. Ich könnte es mir vorstellen. Aber anscheinend nicht. Na gut. Egal. Dann ist es jetzt also soweit. Vier Scherben wieder miteinander vereint. Zusammensetzen ist nicht schwer. Weißt du, das Schattenreich wird von manchen auch Jenseits genannt, aber in Wahrheit ist es etwas ganz anderes. Es ist ein friedlicher Ort, so wie eure Welt, wenn das Abendrot am schönsten strahlt. Die Wesen in unserer Welt leben in diesem Licht ruhig und friedlich mit reinen Herzen. Bis diese finstere Magie in unser Leben trat und alles anders wurde. Es ist alles unser Fehler. Wir überschätzten die Macht unserer Weisheit. Wir versuchten, die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unseren Leichtsinn. Und seid mild in eurem Urteil, Prinzessin des Dämmerlichts. What the fuck? Ihr wusstet es also. Und sprecht mich nicht so an. Als Herrscherin dieses Volks habe ich einfach die Flucht ergriffen. Ich verdiene diesen Titel nicht. Da heißt also Midna in ihrer Menschengestalt. Sie wird bedroht von Xanto. Zack. Und so nahm sie also diese Gestalt an. Ich glaube, sie war leicht wütend damals, ist aber nur eine Vermutung. In meiner Welt glaubt man, dass der Held in Gestalt eines heiligen Tiers erscheinen wird. Oh nein! Flashbacks! Deshalb dachte ich mir, als ich dich das erste Mal sah, ich wollte dich einfach nur benutzen. Nett! Danke. Ich wollte einfach nur meine eigene Welt gerettet sehen. Und es war mir egal, was aus der Welt des Lichts werden würde. Aber dann traf ich Zelda und dich. Und ihr wart beide bereit, alles zu geben, um eure Welt und die Menschen zu retten. Jetzt möchte auch ich dabei helfen, eure Welt zu retten. Wir müssen Xanto besiegen, dann wird auch der Fluch gelöst, der auf mir liegt, und wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben. Lass uns gehen, Lucke, für Zelda und für die Völker unserer beiden Welten. Und
daher kommt also der Name Twilight Princess. Twilight ist ja das Dämmerlicht. Also die Prinzessin des Dämmerlichts. Gut, ja, zur Charakterentwicklung von Midna ist ja irgendwie logisch, dass sie Rache wollte und Santo damals aufhalten wollte und ihre Welt retten wollte und dass sie vielleicht auch unsere Lichtwelt als verhasst ansieht, weil halt in der Schattenwelt nur die Verbannten leben und deswegen da natürlich ein gewisser Groll besteht, deswegen kann man ihr das auch nicht verübeln, dass sie da jetzt sagt, ja, sie gab einen Fick auf diese Welt und wollte nur ihre eigene Welt retten. Ich meine, hätten viele von uns da vielleicht anders gehandelt? Naja. Nee, aber jetzt ist sie auch bereit, beide Welten zu retten und das ist doch sehr ehrenhaft. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Und somit betreten wir also endlich den Schattenpalast. Also, naja, Luki, darf ich dich noch einmal in Anspruch nehmen? Aus welchem Grund auch immer. Einmal bin ich schon aus dieser Welt der Schatten geflohen. Ich habe mein Volk im Stich gelassen, obwohl es mich als sein Oberhaupt respektiert. Ja, verehrt hat. Diejenigen, die jetzt noch hier sind, warten und hoffen darauf, dass Hilfe kommt, um sie von ihrem Los zu befreien. Wenn sie dann erfahren, dass der Retter eine hässliche Kreatur wie ich sein soll, da werden sie doch enttäuscht sein, oder? Deshalb bitte ich dich, auch wenn es ein großes Opfer für dich sein mag, darf ich noch ein ganz klein wenig dein Schatten sein? Verzeih mir. Naja, so ein großes Opfer ist das für mich nicht, ob du da jetzt mein Schatten bist oder nicht. Habe ich nichts dagegen. Ja, ja, die Schattenwelt. Das sogar inkognito? What the fuck? Inkognito, ich meine Missingno. Oh mein Gott, Missingno. In der Schattenwelt, du wurdest also auch verbannt. RIP, Missingno. Das sind ja noch mehr Missingnos. Nee, Joke. Ja, die Schattenwelt, eigentlich der Schattenpalast. Ob die Schattenwelt an sich noch größer wäre, weiß ich nicht. Aber es wäre cool, wenn man da noch mehr erkunden könnte, ne? Hätte ich wirklich gefeiert, aber auch ansonsten ist der Ort natürlich mega. Und da sind schon Gegner! Stirb! Ah! Alter, wie ich dem voll eine mitgegeben habe. Luki, warte! Das sind keine Gegner. Nur ihre Gestalt ist verändert. Das sind Bewohner dieser Welt. Mitglieder meines Volkes. Santo, was hat er uns nur angetan? Oh, okay, na dann. Hi. Aber gesprächig sind die nicht, oder? Alter, was ein Lulatsch. Und Gegner sind natürlich auch am Start hier. Aber cool ist auch, dass wir hier als Mensch, aua, mit Schattengegnern zu tun haben. Und ich denke, hier kommen wir nicht weiter. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht lange diskutieren, dass das nicht geht. Von dem her sollten wir uns erstmal umsehen. Und ich will jetzt hier nicht irgendwie eine Theorie aufstellen, aber könnten die nicht alle eigentlich auch durch dieses Portal zurückgehen? Ich meine ja nur. Naja, also, wenn vorne und rechts nicht möglich ist, müssen wir wohl oder übel nach links. Mal schauen, was uns hier erwartet. Nicht vergessen, wir müssen noch 2 Herzteile mitnehmen. Alles andere ist eigentlich egal, zumindest mir. Ey, das sind die ganzen Gegner aus der Schattenwelt. Feier ich, um ehrlich zu sein. Ich finde nämlich deren... Aua. Ich finde deren Designs nämlich ziemlich cool. Und oh mein Gott, da ist ja sogar ein Santo-Kopf.
Komm her, du! Zack! Ich glaube, der lebt aber noch. Heia! Ah, das war sogar gut. So sieht also sein Schutzmechanismus aus. Vertraue niemandem außer dir selbst. Das ist sein Motto. Und ein kleiner Schlüssel. Wunderbar. Da hinten geht's auch noch weiter. Da ist sogar eine Truhe. Oh, da könnte man sich sogar hinziehen. Aber die Reichweite reicht nicht und diese Grütze sieht halt nicht gesund aus, ne? Also, ich lasse die Schattengrütze mal allein. Genau. Da ist aber noch mehr von der Grütze. Und auch noch mehr von den Santo-Köpfen. Ja, hier wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Also Augen zu und durch. Oh, wir werden zum Wolf. Lucke, pass gut auf. Der schwarze Nebel kommt von den Schattenkristallen, die Santo mit seinen magischen Kräften geschaffen hat. Sie saugen das Licht ein. Er ist der Schurke, der den Lichtgeistern ihr Strahlen geraubt und deine Welt in ein Schattenreich verwandelt hat, Lucke. Aber mit unserem kleinen Spielzeug kann ich dich jederzeit vom Wolf zum Menschen und zurück verwandeln. Also, alles klar. Ganz genau. Und ich glaube, ja, genau, mit dem Gespür sieht man hier auch ein bisschen besser. Hier gibt es also auch ein paar gezwungene Wolfspassagen. Und what the fuck? Da bekommt man einfach zwei Truhen auf einmal. Was ist denn mit euch falsch? Ah! It's a trap! Aber egal, erstmal die Truhe öffnen. Alles andere ist nebensächlich. Beachtet die 1000 Gegner hier gar nicht. Doch viel wichtiger, der Kompass. Warum denn der Kompass? Da vorne ist eine Truhe gewesen im vorherigen Raum. Da ist sogar angeblich noch eine Truhe. Ah, okay. Ich schaue mir das mal, oh, nicht genauer an. Ein Schlüssel, wunderbar. Weil ich hätte eigentlich trotzdem irgendwie gerne die Truhe. Komme ich da vielleicht irgendwie hoch? Hier schon, aber... Ah. Ach komm, als ob das nicht geht. Naja. Dann heben wir uns das halt noch auf für danach. Und schauen einfach mal weiter. Eine leuchtende Kugel in einer dunklen Hand und ein ziemlich leerer Raum, wenn ihr mich fragt. Was soll da schon schief gehen? Oh, oh. Ein Phantom, Santo! Mit einer Schatten-Genki-Dama. Oh nein! Fledermäuse! Spin to win, Link! Ah. Ja, spüre die Kraft des Masterschwertes. Heia!
Wir müssen ihm erst Zeit geben, damit er seine Kugel auflädt. Und wenn er dann meint, er schafft es, müssen wir zuschlagen. Zum Beispiel jetzt. Ich glaube, er hat es geschafft, ja? Ja. Aber kein Problem hier. Und das war's mit dir. Oh, verdammt. Gut, war jetzt nicht die schwerste Aufgabe. Und das mit den Gegnerspawnen kennt man eigentlich auch schon aus Wind Waker, ne? Mit diesem Zauberer-Zwischengegner im Zephyr-Tempel. Diese leuchtenden Kugeln erhellen unsere Licht. Man nennt sie Sola. Von Lateinisch. Sol Solis, die Sonne. Sie gleichen der Sonne in deiner Welt. Naja, wie gesagt, ne? Du weißt Bescheid. Die Kraft der Sola ist die Quelle des Lebens in dieser Welt. Ohne sie sind wir nichts. Interessant, dass für die Schattenwesen Licht eine Energiequelle ist. Also klar, Licht ist wichtig, ne? So, Pflanzenwachstum und so. Aber naja, ja. Damit könnten wir... Luke, könntest du diese Sola nicht zu meinen Leuten am Eingang dieser Welt bringen? Klar, aber dafür muss ich erstmal die Hand hier wegmachen. Ah, cool. Easy. Oh. Aber die Hand sieht das wohl anders. Ah, sieh mal einer an. Da kommen wir also schön weiter. Noch mehr Gegner, wunderbar. Ich hätte gerne meine Kugel wieder. Yeah. Ja, du kannst hier drin versauern. Du böse, böse Hand. So. Aber Wände sind keine Hindernisse für die Hand. Oh nein! Jetzt aber schnell hoch da. Ich lasse die Gegner einfach mal alleine. Ich hätte gern wieder meine Kugel. Dankeschön. Oh. Ich höre sie. Sie kommt immer näher. Ich werde... Ja, erstmal die Schattengegner hier am Spammen. Und du, hau gleich mal ab. Ja, kurzzeitig kann man die paralysieren. So, und dann sage ich erstmal... Was sage ich jetzt schon? Ciao, Kakao. Ich hätte schon gerne die Truhe da hinten. Ich sagte, du sollst Ruhe geben. Ich bin halt gerade am Überlegen. Wahrscheinlich kommt man von hier so ran, ne? Warum geht das denn nicht? Check ich nicht. Ruhe da hinten. Jetzt mal, no joke, was soll denn die Scheiße da? Muss ich mich hier so hochhacken? Ja, sag das doch gleich. Ja, ja, du denkst auch wieder, du hast hier einen Langfinger. Ja, euch lasse ich gleich mal in Ruhe. So. Okay. Sieht sehr gesund aus. Nein, stopp, aus. Hui. Jetzt lauf, Link. Roll um dein Leben. So. Schnell. Ich höre sie doch schon wieder. Aber eigentlich ist sie ja nicht gefährlich, ne? Ein paar Schüsse mit dem Bogen und easy game. Aber sie hat halt so einen creepy Sound und... Man weiß immer, man wird verfolgt und das ist ja voll ätzend.
Deswegen hatte ich als Kind auch immer sehr viel Angst vor dieser Hand und wollte diese Passage nie machen, weil ich das einfach ultra creepy fand. Jetzt erstmal weg hier mit dem Dreck. So. Und hier bekommen wir das erste Herzteil. Wunderbar. Ja, ja, du kannst dich gleich wieder schlafen legen hier. Oh, die Kugel rollt. Sie will zur Hand. Das lasse ich aber nicht zu. Ist hier sonst noch was? Ich denke eigentlich nicht. Naja, die kleinen Gegner sollen einen hier auch natürlich aufhalten, ist ja klar. Aber nee, ansonsten ist da nichts. Ja, damit hätten wir die erste Passage geschafft. Und ich sag mit Absicht die erste, denn da kommt noch eine. Oh, den haben wir aber schön befreit. Ich will jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass er jetzt allzu viel besser aussieht. Aber ja, schickes Design, Kollege. Den anderen könnte ich auch allen helfen, ne? Aber ich habe halt eigentlich keine Lust. Ich leg die Kugel gleich ab. Hey, das finde ich ja voll asozial von dir, aber ich kann verstehen, dass du deine Zeit nicht verschwenden willst. Naja, es gibt noch eine Sola. Wenn wir sie finden, wird sie uns zu Xanthos Versteck führen. Ja, dann holen wir die doch gleich mal. Eine fortschrittliche Technologie haben die hier. Hör mal auf zu nuscheln, Lucke. Das ist nicht dein erster Let's Play Part. Ja, tut mir leid. Okay, wird schon wieder. Okay. Ach ja. Die zweite Sola holen wir auf jeden Fall auch noch in dem Part. So viel steht fest. Komm, euch beseitige ich euch gleich wieder. Guter deutscher Satz. So hat man das gelernt in der Schule. Okay. Ah ja, alles klar. Ah ja, genau so und nicht anders sollte das funktionieren, Link. Das hast du sehr schön gemacht. So. Oh, ein kleiner Hindernisparcours. Ein Xanthokopf, ich kann nichts gegen ihn tun. Oder doch? Lol, die Mega-Wirbelattacke hat ihn einfach rasiert. Der wurde ja übelst gekillt. Nice. Da sind angeblich noch zwei Truhen, aber an die komme ich nicht ran. Ey, aber das Licht sieht halt schon mega awesome aus. Da kann man halt echt nichts sagen. Und ich schätze mal, für den Kill haben wir den Schlüssel bekommen. Jawoll. So muss das sein. Ja, schön mit der Riesenwirbelattacke weggeballert. Hätte sonst noch ätzend werden können, wenn der sich rumteleportiert. Ich weiß nicht, ob man den mit Pfeilen töten kann. So, noch ein schöner Raum. Wahrscheinlich auch gleich wieder mit ein paar Köpfen. Nein, mit Schattenwesen, alles klar. Hi, Leute. Kann man mal machen. Ja, perfekt. Haut mal ab, ihr. Ein Xanthokopf. Zack, zack. Okay, irgendwie habe ich mich kurzzeitig teleportiert. Habt ihr das auch gesehen? Just saying. Ja.
brutal, ne? Der hat einfach... Oh, das sind aber auf einmal viele. Also, die Riesenwirbelattacke ist schon ziemlich stark, ne? Die hat die mit einem Schlag erledigt. Vergleich brauchen wir hier zweimal das Kraftfeld oder halt 6 Sprungattacken. Interessant. Die Frage ist jetzt natürlich auch, wie komme ich da hin? Erstmal dahin. Dann bin ich hier schon ziemlich weit oben. Das denkt sich auch das Spiel. Oh mein Gott. Gibt es hier viele Greifhakenfelder? Natürlich, Geld bunkert der alte Sack auch. Muss ja so sein. Wie soll der sonst hier sein Schattenreich finanzieren? Diese Dunkelheit ist nicht billig, ne? Also, ja, die Leute beschweren sich immer über die Dunkelheit und dass man mehr Lampen braucht. Aber hey, so eine absolute Dunkelheit, die muss man sich auch erstmal zulegen. Sieht doch eigentlich auch ganz schick aus. So, das sind aber zum Glück leicht verdiente Truhen hier am Rand. Und da ist die Dungeon-Karte. Aber warum bekommt man die Dungeon-Karte als zweites? Denn ich meine, ich konnte hier ja nicht früher her. Ne? Das war ja wirklich nicht möglich. Interessant. Aber ich meine, warum nicht? Ist ja auch lustig. Und da ist unser Schlüssel. So, oh. Ich möchte jetzt nicht zum Wolf werden. Besonders, weil ich mich hier wahrscheinlich eh schon ranziehen kann, genau. Zwar gerade noch so und gar nicht mehr in dem Feld drin, aber egal. Und hier gibt es dann, gleich vorbereitet, den nächsten Fight. Dann zeig dich mal. Oh nein! Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Oh, Link sieht auch schon ziemlich grimmig aus. Was ist das denn hier? Oh mein Gott, wie ätzend. Alter. Aber die Reichweite von der Riesenwirbelattacke, die ist halt schon not even bad. Alter Verwalter, ne? Oh, wo ist er? Ja, mit der Riesenwirbelattacke abserviert, weil die einfach ballert ohne Ende. Noch mehr Dunkelheit, ja. Hat doch gut geballert, oder? Also, der Angriff ist ja halt auch mega der Overkill. Und auch diese Hand ist wieder sehr gierig. Wäre ich aber auch, wenn diese Kugel hier die Energiequelle der Welt wäre. Also, kann ich hier nicht verübeln. Ja klar, noch mehr Gegner. Ja, das war jetzt aber unfair. Also da sind wir uns ja hoffentlich alle einig. Na? War schon ein bisschen knapp.
Aber egal. So, wie funktioniert der Spaß denn jetzt hier? Da ist auf jeden Fall unser Freund. Mein Gott, hau doch ab, du Scheißteil. Okay, alles klar. Ja, klar, gleich der Nächste hier. So, wo ist denn der Kollege? Okay. Wie auch immer. Da kann ich gar nicht hoch, okay. Komme ich hier dann weiter? Ja, der Gut hängt auch ein bisschen fest. Tut mir leid, Kollege. Habe ich auch gar kein Mitleid mit dir. Oh, vom Winkel her komme ich nicht hin zu ihm. Okay. Ah, eins zu weit. Nein, wirklich, also, du tust mir ja schon ein bisschen leid. Naja, so eine Hand ohne Hirn, die hat es nicht leicht im Leben. Okay, normal sollte ich die Kugel doch von hier erwischen. Ja, perfekt. Easy. Ach komm, und weil es so schön ist, drücke ich dir noch ein paar Pfeile rein. Tja. Die hat halt echt keine Chance, ne? Da tut sie mir fast schon ein bisschen leid. Ich meine, wir stehlen einfach so ihre Lieblingskugel. Ja, genau. Aber auf einmal legt die hier den Turbo rein, ne? Als ob. Erstmal kassiert. Zack, zack. Da springe ich gleich zweimal. Zack. So, und hier, Kollege, kassierst du auch gleich wieder schön. Ne, ich will aber eigentlich noch die beiden Truhen hier haben. Okay, dann halt nicht. Dann hole ich die halt noch nach. Ich meine, ist mir egal. So, damit hätten wir schon mal die beiden Solas gerettet. Und rein damit. Und jetzt wird's cool. Das Masterschwert erhält die Kraft der beiden Solas. Das Masterschwert erstrahlt. In der Schattenwelt glänzt die Klinge golden und zerteilt die Dunkelheit. Wie geil ist das denn eigentlich, bitte? Unglaublich. Die Kraft der Sola hat sich auf dein Schwert übertragen. Ja, irgendwie ist das doch auch Diebstahl, oder? Wenn du hier die Energie stiehlst, aber naja, egal. Unsere Schutzgötter stehen uns also zur Seite. Ja, so kann man es natürlich auch interpretieren. Interpretieren? Ja doch, stimmt ja. Schon ein bisschen spät. Luke, du bist der Auserwählte, der wahre Held. Also das wissen wir doch jetzt wirklich schon seit ein paar Parts. Also, ne? Mit diesem Schwert ist es bestimmt auch möglich, Xanthos Schattenkristalle unschädlich zu machen. Oh, damn. Hey, Kollege. Ach so, die sind auf einmal alle befreit. Ja, wunderbar. Dann musste ich mich mit denen eh nicht lange abgeben. Ja, perfekt. Wir haben jetzt ein tolles Schwert und kommen damit beim nächsten Mal auch da vorne weiter.
Aber beim nächsten Mal holen wir dann erstmal die beiden Truhen, denn ich weiß nicht, ob sich da ein Herzteil versteckt oder nicht. Wahrscheinlich nur Geld, aber ich will sie natürlich trotzdem mal holen. Von dem her schaltet wieder ein, wenn es weitergeht in der Schattenwelt bei Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Bis dann und ciao.